Jesus sagt, er kennt den Unterschied zwischen meiner Überzeugung und Satans Verurteilung. 30. Juni 2018, Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus, du bist zu mir durchgebrochen. Du kommunizierst den ganzen Tag mit mir. Bitte schenke uns die Gnade, dass wir hören und erkennen können, was du uns sagst. Amen. Nun, der Herr kam direkt nach dem Gebet zu mir und er sagte, es ist schon lange her, wo du darüber gesprochen hast, mit mir zu tanzen. Und einige wundern sich, ob du jene Beziehung mit mir noch hast. Bitte sag ihnen, dass du es tust. Bitte sag ihnen, dass ich es liebe, mit ihnen zu tanzen, über sie zu singen und ihr Haupt auf meinem Herzen ruhen zu lassen. Nichts hat sich geändert an der Art, wie ich mich dir genähert habe, Claire. Doch du teilst es nicht mehr. Es würde mich sehr freuen, wenn du es tun würdest. Okay, was kann ich dazu sagen? Oh, liebe Familie, was für ein süßer Kavalier er ist, wenn er mit seiner Braut tanzen will. Ich sehe mich immer in einem feierlichen Kleid am Abend in einem Ballsaal. Da liefen Menschen umher heute Abend, als wir tanzten, und es erinnerte mich an eine Szene aus dem Film »Die Tagebücher der Prinzessin«. Später, als die Musik zu einem Gartenlied wechselte, tanzten wir in einem weitläufigen Garten mit Blumeninseln rund um uns herum. Jesus nahm meine Hand, ganz elegant, und er wirbelte mich herum zu dieser fröhlichen Musik. Danach spielte er mehrere Anbetungslieder und ich trat in die Anbetung ein. Ich hob meine Hände an, war mir aber seiner Majestät sehr bewusst. Und wie er so bescheiden zu uns kommt, aber trotzdem der Gott der ganzen Herrlichkeit ist. Wenn er sich mir nähert, bin ich von seiner natürlichen Anmut und seinem imposanten Auftreten hingerissen und von seinen durchdringenden Augen. Und doch ist er so zugänglich, so gütig und er ist so unglaublich berührt, wenn er einen aufrichtigen Blick von seiner Braut bekommt. Ich habe immer Mühe gehabt mit diesem Konzept, in einem Moment ist er mein Gatte und wir tanzen, und dann bin ich unter jenen, die ihre Hände anheben und ihn anbeten. Und dann ist da noch die Gegenwart von Vater Gott. Und ein Lied, welches er regelmäßig für mich spielt, heißt »Oh Daddy God«. Das ist ein Lied von Dominic Chin. Es ist so ergreifend und es bringt mich direkt in seine Gegenwart, in den Thronsaal. Oh ihr Lieben, habt keine Angst davor, eure Liederliste auf Zufallsmodus zu schalten und dem Heiligen Geist zu erlauben, euch in eine tiefere Anbetung zu führen. Was mein Vater und ich so genießen, ist deine aufrichtige Anbetung und Dankbarkeit, wenn du aus dem Herzen singst, Claire. Ich wünsche mir, dass ihr mir alle aus eurem Herzen singt. Und diese Praxis ist ziemlich fruchtbar, wenn ihr uns die Lieder auswählen lässt und die Reihenfolge, in welcher sie abgespielt werden. Ich sehne mich danach, euch allen meine Liebe auf diese Weise zu zeigen. Ich will jedem Einzelnen von euch sagen, ich bin immer bei euch. Ich kommuniziere immer mit euch. Ich bin niemals weit weg. Dies ist eine Lüge des Feindes, damit ihr euch abgelehnt fühlt und dann Trost bei ihm sucht oder bei den Dingen der Welt, die euch kein bisschen dabei helfen, euch näher zu mir zu bringen. Aber all dies kann euch schlussendlich von mir wegziehen.
Wenn ich sage näher zu mir, meine ich, dass ihr näher zu dem Punkt gelangt, wo ihr mich klar und deutlich erkennen und verstehen könnt. Geliebte, ihr könnt mir sonst nicht näher kommen, als ihr schon seid. Ich lebe in eurem Herzen. Wir sind bereits so nahe zusammen. Was noch fehlt, ist eure Fähigkeit, mich sehen und hören zu können. Dies ist eine Frage der Stille in eurem Herzen und in euren Gedanken. Und es ist eine Frage des Gebets und des Trainings, meine Stimme von eurer eigenen, von der Stimme der Welt und von der Stimme des Feindes unterscheiden zu können. Wenn ihr mir euer Leben übergeben, eure Sünden bereut und mich mit eurem ganzen Herzen gesucht habt, dann wisst ihr, dass ich da bin. Wenn ihr mir euer Herz geschenkt habt, habe ich mich bereits darin niedergelassen, genau wie es in der Bibel steht. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote und ich werde den Vater bitten, euch einen weiteren Fürsprecher zu geben, der euch helfen wird und immer bei euch bleibt, der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht akzeptieren, dass sie ihn weder sieht noch kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er lebt mit euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Bald wird die Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet ihr auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, und ihr seid in mir, und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, ist derjenige, der mich liebt. Jener, der mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn ebenfalls lieben und mich ihm offenbaren. Weil wir zusammen leben, höre ich jeden Herzschlag von euch, jeden Gedanken eures Verstandes, jeden schmerzlichen Verlust und jeden fröhlichen Augenblick. Noch einmal, ich vergeude keine Zeit zu versuchen, eure Aufmerksamkeit zu bekommen und mit euch zu sprechen. Manchmal ist es ein äußeres Zeichen. Andere Male ist es eine innere Regung oder ein Verlangen, das euch leitet. Die Probleme kommen dann, wenn ihr zweifelt. Die Teufel sind Meister darin, Zweifel in eurem Verstand hervorzubringen. Immerhin haben sie damit seit 6000 Jahren Erfahrung, angefangen mit Eva. Ja, das ist gut, holt euch ein Bild von Eva. Sie zweifelte an meiner Güte und seht, wo es sie und den Rest der Menschheit hingeführt hat. Und schaut, wo mich ihr Unglaube hinführte? Zur Kreuzigung. Ich wohne im Garten eurer Herzen, meine Leute, und wenn ihr mein Wort an euch bezweifelt, wie könnt ihr dann erkennen, dass ich da bin? Doch ihr beschuldigt mich, euch im Stich zu lassen. Könnt ihr es denn nicht erkennen? Es ist euer Unglaube, der euch daran hindert, mich zu erleben. Was sagt die Schrift über die Pflicht eines Christen? Dann fragten sie, was müssen wir tun, um die Werke des Herrn ausführen zu können? Jesus antwortete, das Werk Gottes ist dies, an denjenigen zu glauben, den er sandte. Johannes 6, 28 und 29. Und dies, meine Leute, ist in der Tat Arbeit, sehr harte Arbeit, weil der Ankläger der Brüder Tag und Nacht hart daran arbeitet mit seinen Teufeln, euch gegenüber euch selbst anzuklagen und bei mir. Und er beschuldigt mich bei euch, damit ihr die Lüge glaubt, dass ich euch abgelehnt habe, dass ich nicht bei euch bin. Das ist eine Lüge.
Steht es nicht geschrieben, dann brach Krieg aus im Himmel? Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften zurück. Aber er war nicht stark genug und sie verloren ihren Platz im Himmel. Der große Drache wurde hinuntergeworfen, diese uralte Schlange, die Teufel oder Satan genannt wird, der die gesamte Welt in die Irre führt. Er wurde auf die Erde hinuntergeworfen und seine Engel mit ihm. Dann hörte ich eine laute Stimme im Himmel sagen, jetzt ist die Erlösung und die Macht und das Königreich unseres Gottes gekommen und die Autorität des Messias. Denn der Ankläger unserer Brüder und Schwestern, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott anklagt, wurde hinuntergeschleudert. Offenbarung 12, 7 bis 10. Ja, meine Leute, ich schrieb dies für euch, damit ihr verstehen würdet, woher all diese Anklagen kommen. Anschuldigungen kommen 100% der Zeit ohne den geringsten Zweifel von Satan und seinen Dämonen. Ich beschuldige euch nie, niemals. Wie auch immer, ich überzeuge euch und ihr müsst lernen, wie ihr den Unterschied zwischen Beschuldigung und Überzeugung erkennen könnt. Ich habe schon darüber gesprochen, aber eine Auffrischung kann niemals schaden. Überzeugung geschieht im Herzen. Ihr könnt fühlen, dass etwas nicht ganz richtig ist. Ihr fühlt euch unruhig und verunsichert. Es ist ein beunruhigendes Gefühl einer Gefahr, wie ihr habt mich verpasst. Verurteilung geschieht fast immer im Kopf und es fängt wie folgt an. Du hättest das nicht tun sollen. Du bist schlecht. Du bist dumm und töricht. Was hast du dir dabei gedacht? Jetzt ist Gott wütend mit dir. Du hast es vermasselt. Jetzt wird er deine Gebete nicht hören. Er hat dich abgelehnt. Jetzt folgt sofort eine Reaktion auf jene Worte, die in eurem Inneren geschieht. Also müsst ihr es direkt am Anfang abfangen, denn der Feind wird versuchen, jenes Gefühl der Überzeugung zu duplizieren, wenn ihr in der Überzeugungsphase steckt. Aber das Hauptgefühl ist Verurteilung. Du fühlst dich schlecht über dich selbst. Du fühlst dich von Gott abgelehnt, unfähig zu beten. Der Glaube fehlt, dass du erhört wirst. Dies sind Zeichen dämonischer Verdrehungen, um euch zu veranlassen, euch von mir abzuwenden, damit ihr nach irgendeiner Beziehung hungert, um jenen deren Ort im Innern auszufüllen. Der Ort, wo all eure unbeantworteten Fragen und Unsicherheiten landen. Eine Seele kann ein ganzes Lagerhaus voller Zweifel und Fragen haben. Und ich verspreche euch, Satan hat für jede einzelne eine Antwort. Also führt er euch ins New Age oder in den Islam oder in die östlichen Religionen oder in den weltlichen Humanismus, der dazu benutzt wurde, Kindern von sehr klein an Fehler zu indoktrinieren. Und diese Kinder sind jetzt Erwachsene in sehr einflussreichen Positionen. Ich will, dass ihr ohne Zweifel wisst, dass diese Gedanken niemals von mir kamen und niemals von mir kommen werden. Niemals. Wenn ihr solche Gefühle in euch selbst erkannt habt, seid euch bewusst, dass sie von Satan kommen und nicht von mir. Meine Reaktion euch gegenüber ist, dass ich sanft zu euch komme und euch halte, wenn ihr etwas getan habt, das ihr nicht hättet tun sollen. Weil ich weiß, wie schlecht ihr euch fühlt, wenn ihr mein Vertrauen missbraucht oder versagt habt, mich zu erfreuen. Und wenn ihr mich umarmt, wird euer Geständnis und eure Überzeugung aus eurem Herzen hervorsprudeln. Ich werde euch vergeben und ihr werdet endlich Frieden fühlen, zusammen mit dem Vorsatz, jenen Fehler nicht mehr zu begehen.
Lektionen werden nicht einfach gelernt, meine Schätze. Gewohnheitsmuster neigen dazu, eure Handlungen zu dominieren. Und diese Gewohnheiten müssen umtrainiert werden, damit sie mit dem göttlichen Benehmen übereinstimmen. Und dies braucht Zeit. Ihr setzt euch selbst so unter Druck, wenn ihr versagt habt. Ich bin nicht so hart mit euch, da ich weiß, wie schwach ihr seid. Ihr könnt durch meine Gnade gestärkt werden, aber dies setzt voraus, dass ihr niemals eine andere Seele kritisiert oder richtet. Das Handeln einer Seele mag falsch sein und es ist erlaubt, das zu enthüllen, aber nur im äußersten Notfall. Aber die Person sollt ihr niemals richten. Ihr wisst einfach nicht, unter was für einem Druck sie steht oder was sie denkt. Ich bin der Einzige, der jene Dinge weiß. Also wiederhole ich, was ich möchte, dass ihr es behaltet, ihr Lieben. Wenn ihr euch schlecht fühlt über euch selbst oder dass ich eure Gebete nicht mehr höre, dann erkennt, dass dies von dem Feind kommt und dann distanziert euch von solch lügenden Gedanken. Dann wendet euch mit eurem ganzen Herzen mir zu und bittet um Vergebung. Bittet um die Kraft, jene Sünde nicht zu wiederholen. Und wenn ihr mit anderen Seelen arbeitet, bringt sie zurück auf den rechten Pfad. Andernfalls werdet ihr Fehler verbreiten und das Problem der Selbstanklage nur noch schlimmer machen. Denkt daran, ich liebe euch sehr. Jedes einzelne von euch. Ihr könnt niemals von jemand anderem ersetzt werden in meinem Herzen. Und ich kommuniziere immer mit euch. Bitte lernt mich zu hören. Seid aufmerksam, wenn ein Herz aus Stein auf eurem Weg liegt. Erkennt, wenn ein Ballon direkt in euch hineinfliegt. Seid aufmerksam, wenn auf einem Bonbonpapier Freude geschrieben steht. Beachtet das Lied im Einkaufscenter. Beachtet die Lieder, die ich wähle, um zu eurem Herzen zu sprechen, wenn ihr eure Liste auf Zufallsmodus stellt. Bitte, meine Geliebten, seid aufmerksam und hört sehr sorgfältig zu. Dann werdet ihr ohne irgendeinen Zweifel wissen, dass ich wirklich bei euch bin, in eurem Herzen, an eurer Seite, und dass ich euch für immer nahe an mein Herz halte. Ihr könnt niemals ersetzt werden. Ihr seid ein Unikat. Segnet mich mit eurer Liebe. Die Welt ist dunkel und grausam und ich brauche eure Liebe, genau wie ihr meine braucht.